Ja, ihr seid auf dem Pundwer-Kanal. Ich bin der Frank. Es geht heute um ein paar Fragen und Antworten zum Keufutter Pundwer Pure. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran. Wenn ihr das Futter schon habt und zufrieden seid, macht doch einen Daumen hoch. Macht auch eine Bewertung im Shop, wenn ihr es da gekauft habt. Würde mich riesig freuen. Ja, wir haben vor ein paar Monaten das Keufutter Pondver Pure lanciert, rausgebracht und ich muss sagen, wow, die Resonanz ist sehr gut, die Feedbacks sind sehr gut, es kommt augenscheinlich sehr gut bei euch an. Die Fische nehmen es sehr freudig auf, fressen gut, machen wenig Ausscheidungen, machen das Wasser nicht übermäßig dreckig bzw. belasten es nicht stark. Und von daher freut mich das, dass die Feedbacks so positiv sind. Jetzt gibt es natürlich hin und wieder hier und wieder auch mal ein paar Fragen. Es gibt ein paar Infos auch zusätzlich noch und darum geht dieses Video heute. Die Frage nach dem Sinkfutter hat sich schon ein paar Mal aufgedrängt. Zum einen, weil ihr zufrieden seid mit dem Schwimmenden und dann möchten wir jetzt nicht unbedingt nochmal von irgendeiner anderen Serie dann Sinkfutter haben, sondern möglichst aus der gleichen Serie mit dem ähnlichen oder gleichen Ansatz, mit der gleichen Philosophie. Daran wird gerade viel fieberhaft gearbeitet und ich kann soweit schon was ankündigen, dass wir ein Sinkfutter rausbringen, ein Pondware Pure Sink in einer ähnlichen Qualität und damit das Sortiment abrunden. Abrunden bei zwei Futtern, ja, also wir machen keine 10 oder noch mehr verschiedene Sorten, das hatte ich schon mal im anderen Video erwähnt. Zum einen, weil das nicht notwendig ist, dann für jedes Befinden des Kois nochmal ein separates Futter zu machen. Das ist vielleicht ein schöner Marketing-Gag, aber völlig überflüssig. Ich kann ein Futter von Frühjahr bis Herbst, Winter bis zum nächsten Frühjahr geben, wenn das Futter entsprechend gebaut ist. Und das ist unser Pondware Pure. Da muss ich weder im Laufe der Jahreszeit unterschiedliche Futter geben, noch muss ich jetzt hier ein anderes Futter geben für ältere Koi oder für mittelalte Koi oder für jüngere Koi. Für Tosai, okay, da können wir nochmal drüber reden. Das ist nochmal ein Sonderfall. Aber ansonsten, was man da alles so sieht, kann man machen, ist aber nicht notwendig. Und weil es nur unnötig Kosten verursacht, lassen wir das weg. Alles, was unnötig Kosten verursacht, lassen wir weg. Deshalb weiterhin natürlich nur eine einfarbige Tüte, kein Japan-Aufkleber, sondern den Aufkleber, den wir brauchen, mit den Inhaltsstoffen, damit das alles passt, damit ihr wisst, was drin ist und damit es rechtlich sauber ist. Eine weiße Tüte, Aufkleber drauf, fertig. Kein Großhändler, kein Zwischenhändler, das ist für mich die Altwelt, braucht man heute nicht mehr. Je mehr Hände mitverdienen, desto höher wird das Pellet für euch und das ist eine Blindleistung, die euch nichts bringt. Also wenn wir jetzt noch einen Großhändler hätten oder einen Zwischenhändler, die dann alle auch nochmal ihre Prozente bekommen müssen, dann wird das Pellet immer teurer, aber für euch ja das Pellet nicht besser. Also sagen wir, das waren die vielleicht die 90er, aber das brauchen wir in den 2020er nicht mehr. Da tickt die Welt ein bisschen anders. Internet, ja, für manche ist es Neuland, aber ich denke mal für euch nicht. Also von daher direkter Verkauf, ohne Schnickschnack, ohne, ja, auch keine täglichen Videos. Das ist der nächste Punkt. Wenn ich jetzt jeden Tag ein Video drehen würde, wäre das ja ein enormer Zeitaufwand, das wären Kosten. Die Kosten, wer trägt die wohl? Die Kosten, die tragt ihr. Ja? Also deshalb mache ich da mal alle paar Wochen ein Video dazu.
wenn ich denke, es macht Sinn. Und dann ist es absolut vertretbar. Würde ich euch jeden Tag ein Video präsentieren, dann wäre das Futter teurer, weil der Kunde bezahlt es ja. Also von daher, wir sind so schlank wie möglich. Und mit eurem Feedback, auch mit euren Bewertungen im Shop, mit euren Weiterempfehlungen, mit euren Online-Beiträgen, wird das Futter getragen. Und mehr braucht's nicht, weil alles andere, schalten wir Werbung, haben wir weitere Verteiler, haben wir bunte Etiketten, alles das sind Kosten, was euch keinen Mehrwert bringt. Und deshalb, ich als Schwabe, habe da eine Kostenallergie und ich glaube, die kommt euch dann ganz gut, die kommt euch zugute, diese Kostenallergie, weil ich möchte nur was für irgendwas bezahlen, was mir auch eine Leistung generiert. Also kriegt ihr ein tolles Pellet in einem einfachen Sack, wie gehabt, wie jetzt schon seit ein paar Monaten. Der Preis bleibt stabil, da ist auch nichts geplant bis zum Ende der Saison. Außer irgendwelche Rohstoffpreise explodieren dramatisch, sodass wir es nicht mehr abfedern können, klar. Aber ansonsten bekommt ihr weiterhin alles wie gehabt. Das Sinkfutter werden wir ähnlich anlegen mit der Philosophie und auch mit dem Preis. Exakt steht das noch nicht fest, aber in dem Rahmen, wie wir bislang auch das Schwimmfutter anbieten. So, jetzt noch ein paar konkrete Fragen von euch. Es kam eine Frage von Marcel bezüglich Öl auf dem Wasser nach der Fütterung. Was ihm nicht so gefällt, ist dann nach kurzer Zeit weg. Nach 1, 2, 3 Minuten ist es schon wieder weg, ist es im Skimmer verschwunden. Und da war die Frage, ob wir das nicht wegbekommen können. Marcel, der Punkt ist, dass wir ja am Ende des Produktionsprozesses das Lachsöl aufsprühen. Dadurch muss es nicht erhitzt werden, es wird schon verarbeitet und bleibt im Prinzip vollständig erhalten. Wir könnten natürlich in der Produktion das Öl mit einmischen, dann wird es wärmer verarbeitet und dann ist es halt nicht mehr so hochwertig. Am Ende würdest du dann gar keinen Ölfilm sehen. So, und das ist jetzt halt die Krux und diese Fragen, diese Herausforderungen haben wir an vielen Stellen bei so einem Käufutter. Welchen Weg geht man? Ja, wir haben uns jetzt hier für die maximale Qualität entschieden und jetzt haben wir an manchen Teichen einen ganz leichten Ölfilm. Wenn aber ein Skimmer läuft, dann ist der auch wieder schnell verschwunden. Wenn wir das Lachsöl reinbauen, leidet die Qualität etwas, aber du wirst keinen Ölfilm mehr sehen. Ja, jetzt ist halt der Punkt, was wollen wir? Und solange es bei den allermeisten gut ankommt, die keinen Ölfilm sehen oder minimal, der vertretbar ist, scheint für mich jetzt das der bessere Weg zu sein. Wenn wir zum Schluss kommen, dass eben wir ein großes Ölproblem hätten, dann würden wir das Öl ins Pellet bauen, die Qualität wäre etwas geringer. So, und diesen Spagat, den muss man eigentlich immer machen oder auch diese Fragen für sich beantworten beim Futterdesign. Es geht dann weiter mit dem Protein und Fett. Da kam auch schon mal die Frage, ja, 34% Protein, 7% Fett, wieso nicht noch ein bisschen mehr? Wir könnten auch 40 oder 45% Protein reinbauen. Der Fettgehalt wird dann auch entsprechend etwas mitsteigen, zweistellig, damit das Verhältnis wieder passt. Dann hätten wir aber zwei Schwierigkeiten. Und zwar die erste Schwierigkeit ist, dass bei diesen 40ern, also 40 bis 45 oder gar 48 oder noch mehr Protein futtern, häufig ein Scheuern nach dem Füttern gesehen wurde. Und das Risiko möchten wir einfach nicht eingehen, weil kein Keuhalter möchte sehen, dass seine Fische scheuern, nachdem er gefüttert hat. Das kommt einfach nicht gut. Ja,
selbst wenn vielleicht jetzt rein medizinisch da kein schlimmer Hintergrund wäre, aber ich möchte nicht füttern und danach meine Fische irgendwie schlecht sehen, im schlechten Zustand. Und scheuern ist kein guter Zustand. Also wollen wir nicht. Der zweite Punkt mit diesen Hochproteinfuttern ist, ich muss die Futtermenge reduzieren, sonst besteht die Gefahr einer Überfettung. Überfettung führt zu kürzerer Lebenserwartung, wollen wir nicht. Also müssten wir sagen, bei einem Futter mit 45% Protein, gebt vielleicht, jetzt nur mal aus dem Bauch raus, gebt mal 20, 30% weniger Futter am Tag. Und genau das funktioniert meiner Erfahrung nach leider nicht, denn die Fische betteln, der Keuhalter geht am Keuteich vorbei. Ah, da kommt jetzt eine Schippe vorein und später noch eine Schippe, noch eine Schippe. Und am Ende des Tages hat man seine Tagesration überschritten. Im günstigen Fall und im ungünstigen Fall hat man nicht mal eine Tagesration festgelegt, hat die Fische überfüttert. Anfangs wachsen sie vielleicht noch in die Länge, später dann auch vermehrt in die Breite und führt dann zu einer Leberverfettung. Auch andere Organe können verfetten. Und dann wird eben der Koi weniger alt und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein Pond Ver Pure, das gesunde, vitale Fische produziert, die lange leben, gesund sind, die uns viel Freude bereiten, viele, viele Jahre. Und deshalb sind wir eben nicht auf 40 oder 45% Protein gefahren, sondern auf 34, weil das ein sehr guter Kompromiss ist. Die verdauliche Energie, die drin ist, ist dennoch nicht gering. Die ist im mittleren bis vorderen Bereich. Also die Fische bekommen dennoch genug ab. Fütterungsempfehlungen sind so 0,2 bis 1% Futter pro Tag bezogen auf das Fischgewicht. Also ihr müsst jetzt das auch nicht übertreiben. Ihr braucht nicht die x-fache Menge vom Pond Ver Pure, sondern solltet eigentlich die Menge weiter füttern. Unter Umständen könnt ihr die Futtermenge sogar reduzieren. Ist immer ein bisschen davon abhängig, was ihr vorher gefüttert hattet. Also von daher ist es auch wieder ein, ja, aus meiner Sicht ein sehr guter Wert, mit dem die Masse 90, 95% der Keuhalter sehr gut klarkommen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen zusätzliche Energie reinbekommen möchte, dann steht es mir frei, dass ich noch ein bisschen Lachsöl oder Leinöl an das Futter dran mache, einziehen lassen einen Tag. Und dann hätte ich noch etwas mehr Energie und könnte, wenn ich jetzt irgendwie das Wachstum forcieren wollte, könnte ich punktuell da was machen. Aber das ist dann auch wieder nur für einen kleinen Personenkreis interessant oder vielleicht dann Richtung Herbst, Winter als Vorbereitung, um noch ein bisschen mehr Energie an den Fisch ranzubekommen. Ganz allgemein, hat jetzt nichts mit unserem Futter zu tun. Und von daher ist 34,7 eine sehr gute Kombination, die an den allermeisten Teichen auch sehr gute Ergebnisse erzielt. So, dann lass mich kurz schauen. Das waren so die wesentlichen Punkte für heute. Mit dem Trocknen, ich glaube, ich habe das auch schon an anderer Stelle schon mal gesagt. Auch das möchte ich aber nochmal hier hinzufügen. Ich kann das Pellet sehr trocken machen, sehr trocken liefern, also dass ich im Prinzip fast alles Wasser raustrockne und dann kann ich mich hinstellen und sagen, ich habe euch jetzt sehr viel Pellet geliefert für 1 Euro. Wenn ich jetzt aber nicht die letzten paar Prozente Wasser raustrockne, oder nennen wir es Feuchtigkeit, dann kann das wieder Vorteile bringen. Das ist, wie vorher auch schon erwähnt, es ist immer so ein Spagat. Mache ich es komplett trocken? Mache ich es ziemlich feucht? Oder mache ich es lieber in der Mitte? Und oft ist ja der Mittelweg, die goldene Mitte, nicht verkehrt. Und deshalb bringt's nach unserem Ermessen überhaupt nichts, jetzt das Pellet total auszutrocknen und das letzte Prozent Wasser
rauszutrocknen. Das hat wieder negative Effekte. Wir lassen eine gewisse Restfeuchte im Pellet. Das ist gut fürs Aroma, das ist gut für die Futteraufnahme, das ist gut für die Verdauung. Wir liefern natürlich kein feuchtes Pellet, das ist klar. Also wir haben jetzt nicht 20-30% Feuchtigkeit im Pellet. Aber wir gehen da nicht ganz runter bis auf das letzte Prozent, weil das einfach keinen Sinn macht. Und so zieht sich's durch. Und das kann ich euch auch gerne dann zu anderen Themen noch beantworten. Wenn ihr noch andere Detailfragen habt zum Futter, zum Pure oder auch allgemein zu Futterthemen, könnt ihr einfach mich kontaktieren an fragfrank@ponver.de E-Mail. Oder ihr könnt natürlich auch hier unten was reinschreiben in das Feedbackfeld von YouTube. Gucke ich auch immer wieder rein. Das war's für heute. Habt eine gute Zeit mit euren Koi und mit dem Pure. Bis bald. Ciao.